Die Allgäu Hunters haben sich zusammengeschlossen, ganz explizit für einen Lauf, der dieses Jahr im Oktober ist, alle im ersten Mal stattgefunden hat. Was muss ich selbst mitbringen? Als allererstes brauche ich einen Hund natürlich dafür. Als absolut guten Teampartner mit einem guten Grundgehorsam wäre natürlich schon sehr gut. Ich selber muss mitbringen, dass ich eine gute Grundkondition habe. Läuferische Kenntnisse sind natürlich von Vorteil. Für den Hund, wie gesagt, ist es von Vorteil natürlich, die einzelnen Disziplinen schon in Ansätzen zu kennen, um es weiter auszubauen. Die beste Disziplin von mir und meinem Hund ist für uns beide, es ist definitiv die Arbeit an der Hasenzugmaschine. Die Arbeit an der Hasenzugmaschine sieht so aus, dass der Hund unter absoluter Führerkontrolle oder Hundehalterkontrolle sich hinter diesem Teil herbewegt, was da vorne weghüpft. Der Hund zeigt definitiv Interesse und definitiv Beutefangverhalten. Hierbei kommt es halt absolut darauf an, dass du deinen Hund im Griff hast, dass man den Hund anweisen kann, langsam zu gehen, sich im Tempo beizubehalten, erst loszusprinten, wenn man das Kommando bekommt, dass man gehen darf. Ist keine einfache Disziplin und ist auch etwas, was man definitiv im Vorfeld gut trainieren muss und auch nicht unbedingt jeder Hund dafür geeignet ist. Der Hund lernt beim Training definitiv die Zusammenarbeit mit seinem Menschen und vor allem die Zusammenarbeit in der Gruppe mit anderen Menschen und Hunden. Wenn etwas nicht läuft und ein Hund irgendeine Disziplin nicht machen möchte oder nicht machen kann oder sich ängstigt, dann muss er das absolut nicht tun. Natürlich freuen wir uns, wenn sich hier im Allgäu und aus dem Umfeld noch Leute finden, die gerne für den Tough Hunter den nächsten trainieren möchten und sich uns anschließen. Da sind wir absolut offen.